Sinans Woche wurde in der Show Geschichten aus Wickihausen thematisiert. Folge 89 wurde allein von Markus Fiedler moderiert und nicht wie üblich von Markus Fiedler und Dirk Bohlmann zusammen. Aber das soll uns nicht stören. Wir reagieren da jetzt trotzdem mal drauf, was Markus Fiedler zu Sinans Woche zu sagen hat. Sinan ist Mitglied in der GWUP, also bei den Skeptikern, und Markus Fiedler hatte die in der Vergangenheit ja des Häufigeren kritisiert und jetzt scheint er sich in seiner Kritik einmal mehr bestätigt zu sehen. System ist nicht existent. Tja, und man fragt sich, warum bekommt die GWOP so viel Zulauf? Naja, vielleicht, weil nicht alle wissen, was da stattfindet. Es gibt hier jemanden, der macht eine Sendung, das nennt sich Sinans Woche. Und auch dieser Herr, dem ist jetzt aufgefallen, wenn man gegen bestimmte Narrative verstößt, in diesem Falle geht es um Vogue, das Vogue-Phänomen, dann kann es sein, dass man von den eigenen Leuten, also er selber auch in der GWOP, dass man von den eigenen Leuten runtergeputzt wird, weil das nicht so ganz ins Narrativ passt. Und da gibt es anscheinend auch eine Machtpyramide in der GWOP und es gibt Leute, die sehr einflussreich sind und die versuchen dann halt Sendungen, so wie diese Sendung in Sinans Woche, schlecht zu reden. Ja, und dann, wenn dann immer bestimmt. Sinans Woche. Der wird SZ ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob er den Kanal Cine macht auch kennt. Da hat er mal auf so einen, ja, Woki reagiert. Der hat ihn die ganze Zeit korrigiert, weil der Woki auch die ganze Zeit Sinan gesagt hat und er die ganze Zeit Sinan. War ziemlich witzig. Stichwörter genannt und das Ganze geht dann auch immer sehr schnell in Richtung rechtsradikal und solche Sachen. Also man gibt der ganzen Sache einen unseriösen, dubiosen Anstrich, ja. Und es fällt ihm selber auf, irgendwas stimmt da nicht in der GWOP. Ach, nein, wer hätte das gedacht? Oh. Nein, doch A, können wir dazu sagen. Das ist schon mal jemand aufgefallen, und zwar dem Dr. Edgar Wunder. Ja. Markus Fiedler hat in der Vergangenheit ja, wie gesagt, schon häufiger die GWUP kritisiert. Ich wollte mich hier ein bisschen nach unten schieben, damit man Markus Fiedler hier in der Ecke sieht. So, jetzt können wir weiterschauen. Das ist jetzt die zweite Doku, die ich gemacht habe, und zwar Edgar Wunder hat in der zweiten Doku erzählt, was ihm in der Wiki, nicht was ihm in der Wikipedia, sondern was ihm in der GWOP widerfahren ist. Und erzählt das Gleiche. Das ist ja, Michael Jordan schreibt es gerade im Chat, GWOP, das sind die Skeptiker, die Psiram betreiben und in der Wikipedia Leute diffamieren. Ja, absolut, nur es sind halt nicht alle Skeptiker. Also Sinan wird da wohl, glaube ich, nicht mitmachen. Und auch einige andere Leute, die wie Sinan da Mitglied sind, beispielsweise der Typ vom Biased Skeptiker. Ich weiß nicht, ob er auch beigetreten ist. Die haben ja zum dritten Format gehabt. Ich glaube nicht, dass die bei sowas mitmachen. Ich glaube, die sind selber überrascht von solchen Methoden. Das ist also quasi das Schlusswort, was Sie hier sehen. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Also das heißt, die Aussagen von dem Sinan decken sich doch in wesentlichen Passagen mit dem, was der Edgar Wunder erzählt. Wobei das der Edgar Wunder noch ein bisschen elaborierter verpackt. Aber ansonsten ist es inhaltlich ziemlich genau das Gleiche. Die Skeptiker sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Ich habe es schon mal gesagt, ich halte die Skeptiker für eine wissenschaftsgläubige Sekte. Sie hat eine ganze Menge Eigenschaften, die man sonst nur gefährlichen Sekten zuordnet. Als wichtiges Merkmal zum Beispiel würde ich sagen, es geht da zum Beispiel auch um Satanismus-Anhänger, die in der Skeptikerbewegung da anscheinend in der GWOP ihre Heimat gefunden haben. Und da ist die Frage, möchte ich so einer Vereinigung angehören, also der GWOP oder den sogenannten Skeptikern? Also ich selber nicht. Über die Frage müssten sich mal einige GWOP-Mitglieder vielleicht stellen. Ja. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Wissenschaftsgläubig ist nicht so der Vorwurf, wenn da auch so ein Gnostizismus erwächst, so ein ja, aggressives Abwerten von anderen Meinungen und eine Absolutierung des aktuellen wissenschaftlichen Standes. Also Wissenschaft ist ja immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Also jede neue Erkenntnis ist nur so lange die neue Erkenntnis, wie sie nicht widerlegt wurde. Und wenn man dann jedem, der das kritisch hinterfragt, diffamiert und übel angeht, was vor allem in den Sozialwissenschaften sehr problematisch ist, wo man ja Dinge nicht so einfach beweisen kann wie in der Physik oder in der Mathematik. Also da kann man ja einfach, in der Mathematik ist es ja sehr einfach. Man kann einfach einen Gegenbeweis aufstellen, man kann einen Beweis aufstellen, dann ist das, was man da postuliert hat, bewiesen.
Oder man widerlegt es, dann ist es widerlegt, wenn irgendwo ein Ja-Fehler drin ist. Also, ja, das geht ja in Sozialwissenschaften nicht so einfach. Deswegen braucht man gerade dort eine vernünftige Debatte. Und die wird halt durch so eine, ja, durch so ein aggressives Vorantreiben des Verteidigen des Status quo absolut unmöglich gemacht. Angelangt. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn es interessant war, Vor allem haben wir ja das Problem, dass viele wissenschaftliche Bereiche immer abhängiger von Drittmitteln sind. Wenn die Pharmaindustrie Studien über ihre Medikamente finanziert, ja, welche Studien werden dann veröffentlicht werden? Die Studien, in denen diese Medikamente gut aussehen. Die Studien, wo die Medikamente nicht mehr so gut aussehen, die werden dann unterm Tisch gehalten. Also es sind ja Probleme, die es gibt. Das heißt jetzt nicht, dass die Wissenschaftler uns alle anlügen oder so. Wirklich bei weitem nicht. Also das bei weitem nicht. Aber dass man den aktuellen wissenschaftlichen Stand kritisch hinterfragt und schaut, was stimmt und was nicht, und dass es da eine kritische Debatte darüber gibt. Und jetzt nicht nur eine Debatte, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften geführt wird, sondern eine, die in der Öffentlichkeit geführt wird. Also gerade in den Sozialwissenschaften ist das ja extrem wichtig. Debatten über Ökonomie, die beeinflussen immer die Wirtschaftspolitik, die beeinflussen, also das ist ja der Bereich, mit dem ich mich am meisten beschäftige, die beeinflussen das Leben von eigentlich jedem Menschen in diesem Land. Wenn diese Debatten plötzlich nur noch zwischen ausgebildeten Ökonomen geführt werden dürfen und nur noch die aktuellsten, ja, Modelle, die da gerade verwendet werden, wenn nur noch die als Modus operandi verwendet werden dürfen, dann verarmt die Diskussion und dann hat das keine guten gesellschaftlichen Auswirkungen, also meiner Meinung nach. Ja, also das war Sinans Auftritt in WG-Hausen. Wie gesagt, der war nicht sonderlich ausführlich, aber wir haben jetzt trotzdem mal drauf reagiert. Auf Wunsch des Chats.